Ich bin natürlich vom Server und Business 1 auf dem Ethereum.net-Server. Und ja, ich wollte einfach ein paar Themen ansprechen, die jetzt so waren. Deswegen habe ich auch leider kein besseres Video als in 1-1-1-Video hinbekommen. Also was heißt so, bei Bedros-Videos oder bei Skyros-Videos gibt man sich ja meistens mehr Mühe als bei 1-1-Videos oder anderen Videos. Ja, weil man da sich noch auf Gameplay konzentrieren muss und so weiter und so fort. Heute ist auch niemand dabei, heute mal wieder alleine. Und ja, ich wollte auf jeden Fall ansprechen, dass ich heute gestreamt habe. War auf jeden Fall sehr, sehr cool. Vielen Dank an alle, die dabei waren. Okay, den habe ich noch gerade knapp bekommen. Vielen Dank an alle, die dabei waren. War extrem geil. Ich wollte ein bisschen noch was thematisieren, was so mit Streams und mit Videos abgeht. Und zwar, ob ich auf jeden Fall vor, aktiv zu streamen. Ich schreibe gerade mir meinen Namen, deswegen war ich abgelenkt. Zwiller. Alles klar. Auf jeden Fall habe ich immer vor, aktiv jetzt zu streamen ab jetzt, weil es mir einfach extrem Bock macht. Mein neues Overlay ist fertig, das ist extrem geil. Das Overlay legt sich über die Hotbar unten in Minecraft und ist extrem geil einfach, Leute. Das ist so extrem geil. Also das legt sich so darüber, dass man die Hotbar natürlich noch sieht und alles. Das ist einfach geil. Ich kann es nicht beschreiben, wie es aussieht, weil es eben so speziell ist. Und das ist einfach geil. Jetzt habe ich auch einen Follower-Sound, wie schon gesagt. Einen Donation-Sound. Das heißt, ich habe jetzt auch Donations angemacht. Die können mir per PaySafeCard momentan nur donaten. Und ja. Ist auf jeden Fall extrem geil. Also mir kann man jetzt donaten, mir kann man jetzt folgen. Die Videotitel werden immer angezeigt im Overlay. Also so, wie es im Prinzip auch professionell ist. Also im Prinzip, wie es die meisten Streamer halt machen. So habe ich es jetzt auch, also einfach mal professionalisiert. Das ist auch extrem geil, das habe ich aber schon in dem einen Video angesprochen. Nur jetzt habe ich halt ein anderes Overlay, das habe ich jetzt gestern Nacht bekommen von Xerox. Ja, extrem geil finde ich eigentlich. Macht auf jeden Fall sehr, sehr viel Spaß jetzt so zu streamen mit den neuen Sachen vor allem. Und ja, jetzt wollte ich noch so ansprechen. Ich habe ja heute das mit den Donations gemacht, dass man per PC donaten kann. Und ich krieg direkt eine Donation rein. Mega, mega geil. Freue mich extrem. Ich habe gerade den Namen vergessen. Ich bin extrem... Das ist mir gerade ein bisschen peinlich auch. Ich habe irgendwie den Namen vergessen. Ich bin extrem schlecht in Namen merken. Sorry an dieser Stelle. Ich werde den auf jeden Fall in die Beschreibung tun. Das war mein erster Donator, den ich überhaupt hatte. Weil ich habe das halt heute erst eingestellt mit den Donations. Und ja, ihr seid natürlich jetzt auch kein besserer Mensch. Ihr müsst mir nicht unbedingt donaten. Nur ich habe es halt eben eingestellt, weil sich viele gewünscht haben, dass ich das mal eben anmache. Weil mich ein paar die leider heute beim Stream nicht dabei waren, wollten mich halt eben mal unterstützen. Und da habe ich gesagt, da mache ich das doch einfach mal heute an. Und guck mal, ob man mir auch per PaySafeCard über irgendeine Website donaten kann. Und anscheinend ist es möglich. Auch extrem geil. Und ja, so fange ich nur dazu. Freue mich extrem, dass ich überhaupt schon mal eine Donation bekommen habe. Ich habe noch nie in meinem Leben mit Twitch oder mit YouTube Geld gemacht. Und jetzt habe ich mal 1 Euro gemacht. Ist zwar nicht viel, aber man fängt immer klein an, Leute. Und es ist einfach cool, finde ich persönlich. Es macht einfach Spaß, einfach mal so Geld zu machen mit solchen Sachen, aber ich mache das natürlich nicht für Geld, weil ich mache jetzt schon seit 2-3 Jahren YouTube, sage ich ja immer öfter, mache ich eigentlich schon immer YouTube und ich habe noch nie Geld dadurch gemacht. Hätte ich YouTube nur durch Geld gemacht, hätte ich schon direkt am Anfang, wo ich mit YouTube angefangen habe, hätte ich schon mein Konto eingegeben. Leute, nur weil ich werde halt momentan irgendwie älter und da mache ich halt solche Sachen wie Kontoeingabe und so Nummer, weil im Prinzip... Einem geschenkten Gaul schaut man nicht ins Maul, so sage ich das immer. Aber wenn YouTube jetzt keinen Spaß machen würde, oder Twitch halt auch, würde ich es halt direkt aufhören. Das will ich nur dazu nochmal sagen, also ja. Wie gesagt, ihr könnt mir gerne donaten, ich habe es jetzt so eingestellt an alle, die mir mal donaten wollten. Aber ihr müsst es nicht, es ist kein Muss, Leute. Also, ja, wenn ihr nicht wollt oder wenn ihr nicht genug Geld habt, dann lasst es doch lieber sein. Dann gebt euer Geld lieber für was anderes aus, kann ich dazu nur sagen. Ja, ich freue mich natürlich über jede Spende, aber... Keine Ahnung, wenn ihr generell schon wenig Geld habt, dann gibt es nicht noch für mich aus, sondern dann spart euer Geld oder gibt es für andere Sachen aus. Ja, wenn ihr natürlich noch relativ viel Geld habt momentan, dann vielleicht, aber wenn ihr sowieso wenig Geld habt, wie ich zum Beispiel auch öfters, dann gibt es für andere Sachen aus. Ich donate hier zum Beispiel auch nicht streamen, weil ich halt eben nicht so viel Geld habe und ich würde euch das auch nicht raten. Nur wenn ihr gerade Geld übrig habt, dann könnt ihr es ja machen. Oder wenn ihr noch 1 Euro auf eurer PaySafeCard habt zum Beispiel, ja. Aber wie gesagt, kein Muss. Ich bin gerade ein bisschen schlecht. Ich verstehe auch gar nicht, warum er immer noch 10 Herzen hatte. Ich bin eigentlich voll gut gehittet. Und ich verstehe es einfach nicht. Egal. Ja, auf jeden Fall macht es sehr, sehr viel Spaß. Freitag wird es wieder einen Stream geben. Ich habe jetzt von 16 bis 8, bis 8.30 Uhr heute gestreamt. Extrem geil, kamen relativ viele Leute dazu. Wie gesagt, eine Donation, extrem viel Follower. Ich habe jetzt meine 70 Follower geknackt. Dafür, dass ich bis jetzt nur 6 Streams oder so gemacht habe, habe ich schon 70 Follower. Ist auf jeden Fall nice.
Und meine 400 Views habe ich auch geknackt. Extrem geil. Also halt 400 Views insgesamt. Extrem geil und ja. Macht auf jeden Fall sehr viel Spaß. Ja, weil ich streame halt erst seit 2 Wochen ungefähr aktiv und da kommen halt dann insgesamt vielleicht 6 Streams ungefähr rum, weil ich halt ja natürlich nicht jeden Tag streame, das wäre zeitlich gar nicht möglich. Und ja, trotzdem relativ nice. Macht auf jeden Fall alles sehr, sehr viel Spaß. Und ich werde jetzt auf jeden Fall aktiv streamen. Es kann mal sein, dass vielleicht mal in den nächsten Monaten, 1 bis 2 Wochen, vielleicht mal weniger Streams kommen. Einfach aus dem Grund, weil ich ab dem 8. Mai ungefähr meine Abschlussprüfung schreibe bis zum 19. Mai. Ich glaube nicht ab dem 8., aber ungefähr so ab dem 10. bis zum 19. Mai schreibe ich meine Abschlussprüfung. Also halt jeden Tag sozusagen eine und das sind 3 Prüfungen. Natürlich jetzt nicht jeden Tag dann eine Prüfung, sondern halt in den Zeitraum im Prinzip. Also am 19. ist die letzte Prüfung und ich glaube am 10. oder am 11. oder am 12. irgendwie so um den Dreh ist die erste. Ja. Da kann es dann sein, dass in diesen Wochen dann halt weniger Streams kommen und davor vielleicht nochmal eine Woche, also so 2 Wochen, vielleicht weniger Streams, aber weniger Streams heißt nicht gar keine Streams. Ja, das wollte ich nur so ansprechen, aber trotzdem werde ich jetzt noch, vor allem jetzt am Anfang noch extrem noch streamen und in den Sommerferien und halt nach den Prüfungen, also nach dem 19. Mai, werde ich auch noch richtig übertreiben mit Streams, da wird es dann richtig abgehen, weil dann ist Schule schon fast gelaufen, so nach dem 19. Mai ist Schule fast gelaufen. Da muss ich noch ein bisschen im Unterricht sozusagen dabei sein. Da geht es fast nur noch um die Anwesenheitspflicht sozusagen für die Noten. Und ja, Schule ist dann größtenteils gelaufen. Und ich habe auch 2 Wochen früher Ferien als andere. Weil es halt eben sozusagen der Abschluss dann ist. Weil ich ja im Prinzip in der 10 bin. Und ja, damit werde ich dann richtig übertreiben zu der Zeit mit Streams. Und auch in den Sommerferien. Da bin ich 2 Wochen im Urlaub. Da werde ich dann ein paar Videos vorproduzieren und auch Vlogs machen. Aber in der Zeit, wo ich nicht im Urlaub bin, das ist ja die meiste Zeit sozusagen, also über 2 Monate, wenn man jetzt die Zeit, wo ich noch zur Schule muss, mitrechnet, wo ich aber dann im Prinzip kaum was mache, sind es ja über 2 Monate, an der ich dann im Prinzip kaum was mache in der Schule. Da werde ich richtig übertreiben mit den Streams, Leute, freut euch da extrem drauf. Ja, und jetzt wird halt am Dienstag ein Stream kommen. Wann er losgeht, werde ich dann auch auf YouTube ankündigen, stelle ich auf jeden Fall schon mal auf Dienstag ein, höchstwahrscheinlich. Und ja, wann dann wieder ein Stream kommen wird, kann ich euch jetzt nicht genau sagen. Vielleicht am Donnerstag, vielleicht am Freitag. Am Mittwoch will ich eine komplette Twitch-YouTube-Pause machen. Das habe ich mir ja schon mal vorgenommen. Aber, naja. Komm, nein, Mist. Egal, ein Herz. Ja, das wollte ich nur so ankündigen. Also macht extrem Spaß. YouTube-Videos will ich natürlich so versuchen möglichst jeden Tag, am Mittwoch halt wie gesagt gar nichts, möglichst jeden Tag halt YouTube-Videos, aber es ist halt nicht möglich, wenn ich halt an den Tagen dann doch teilweise streame, deswegen stellt euch lieber auf jeden 2. bis jeden 3. Tag ein, aber ich denke, das reicht auch schon mal aus, weil wie gesagt, es geht halt momentan um die Wurst in Sachen Schule, ja, also Videos so jeden 2. bis jeden 3. Tag werden jetzt erstmal kommen und wenn dann halt die letzte Abschlussprüfung geschrieben ist, werde ich auf jeden Fall auch jeden Tag ein Video, denke ich mal, schaffen und machen. Also da freut ich auf jeden Fall drauf. Ja. Und Streams werde ich dann auch versuchen, so jeden Tag zumindest in den Sommerferien zu machen. Und momentan, wo noch so ein bisschen Lernen angesagt ist, dann vielleicht so jeden 4., 5., 6. Tag. So um den Dreh. Also auf jeden Fall 1 pro Woche zu machen. Aber ich versuche natürlich auch mehr. Und ja, vielleicht so 2 pro Woche müsste eigentlich gehen. So Dienstag und dann am Wochenende halt ein Stream. Oder 2, 3 Streams vielleicht am Wochenende. Ja, müsste schon klappen, also ich will wirklich aktiv YouTube und Stream und Twitch betreiben. YouTube betreibe ich ja schon aktiv, aber Twitch jetzt vor allem aktiv. Ja, aber darunter wird dann natürlich nicht YouTube leiden, Leute, das müsst ihr immer so sehen. Also dadurch wird auf jeden Fall nicht YouTube leiden. Hä? Wer dann Screen oder was? Hä? Ich check's nicht. Hey, was macht der? Ja, also wie gesagt, darunter wird nicht YouTube oder Twitch leiden. Ich töte ihn jetzt einfach. Darunter wird jetzt nicht YouTube oder Twitch leiden, darunter, dass ich es aktiv mache. Ja, ich wollte euch nur sagen, es ist extrem cool momentan Twitch. Ich will Twitch aktiv machen, YouTube aktiv machen. Und ich nehme mir auf jeden Fall extrem viel für die Zeit vor, für die nächste Zeit. Freut euch wirklich auf alle Projekte, die noch anstehen werden. Es kann wie gesagt sein, dass in den nächsten Monaten mal nicht Inaktivität herrscht, weil ich will schon aktiv noch Videos machen auf jeden Fall.
und Streaming, aber das vielleicht in den nächsten Monaten, aber vielleicht mal einmal zum Beispiel ein, zwei Wochen die Streams ausfallen oder dass man vielleicht nur jeden vierten Tag ein Video kommt, aber auf jeden Fall, ich werde auf jeden Fall nicht so sein, dass ich jetzt mal eine Woche gar kein Video hochlade, also werde ich auf jeden Fall nicht sein, also ich werde auf jeden Fall immer noch ein Video machen, keine Angst, Leute. Ja, und wenn dann die ganzen Schulsachen abgeschlossen sind sozusagen, spätestens da werde ich extrem reinhauen, aber auch schon jetzt will ich versuchen reinzuhauen. Ja, freut euch auf die nächste Zeit und ja, das wollte ich nur so sagen. Ich habe heute nicht mehr hingekriegt als dieses kleine Video, beziehungsweise es ist mittlerweile schon ein größeres Video, weil ich halt eben noch gestreamt habe und ja. Hoffe, euch hat dieses Video gefallen. Bis zum nächsten Video. Schaut bei meinem Twitch-Kanal vorbei, schaut bei meinem YouTube-Kanal vorbei. Wird extrem geil die nächste Zeit mit Twitch und YouTube und ja, bis zum nächsten Video und ciao.